Ja, ich bin mal wieder am Koori unterwegs. Heute schön mit den Grundruten ab ins 13-Meter-Loch geschmissen. Und es zibbelt und es zubbelt. Nicht wahnsinnig viel bis jetzt, aber geile Fische bisher. Ja, gucken wir mal rein, was denn hier gerade so geht. Es geht so langsam in Richtung Abendstunden. Und ich habe hier schon ein wenig rumexperimentiert. Wieder mal mit feinem kleinen Setup hier am Koori. Ich zeige mal eben die Position. Genau, hier in diesem Bereich am Campingplatz. Und ich baller hier volles Met rüber in diesem Bereich. 9 Meter Tiefe, 13 Meter Tiefe. Ich variiere hier gerade auch so ein bisschen. Tendenziell habe ich jetzt gerade eher hier in diesem Bereich geschmissen. Zack. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt dran haben. Es ist halt immer wieder geil, hier auch mal auf Grund zu probieren. Und vor allem, wenn man sowas Seltenes haben will, wie das Koori-Fältchen, dann muss man sich doch irgendwann mal hier auch hinstellen und probieren und probieren und testen und versuchen, ob man das Fältchen nicht irgendwann mal bekommt. Na, hänge ich da jetzt an dem Stein? Oh, ich glaube, ich hänge an dem Stein. Man sieht den Stein, ne? Ja, dieses helle da vorne, das ist, glaube ich, genau der Stein. Komme ich da drum herum? Das ist ja komisch. Ich lasse mal ein bisschen locker. So, es schwimmt, glaube ich. Ja, es schwimmt drum herum. Ja, sehr gut, ich bin rum. Genau. Ähnlich wie am Belaya, da gibt es das auch, ne? Die Situation, wenn man da hinterm Stein ist. Bisschen locker lassen, links und rechts laufen. Und bäm, da ist es. Das Koori-Fältchen 1,155. Also über 1,1 Kilo. Sehr, sehr nice. Dicke, fette XP auch. Also lohnt sich ja richtig krass und optisch auch mega schick gemacht. Das Koori-Fältchen. Sehr, sehr cool. Ich werfe direkt wieder aus. Zack. Richtig weit darüber, so knapp hinter die Insel, links dran vorbei werfe ich und ja, absinken lassen und dann ziehe ich wieder stramm. Gucken wir mal eben von der Position, ja, straight up hier in diesem Bereich, ne? Da werfe ich gerade hin. Ich glaube, hier war auch gerade noch was dran, hat aber nicht gebissen. So, und hier habe ich einmal ausgeschmissen einen Tauwurm, denn es wurde auch schon das Koori-Fältchen auf Tauwurm gefangen. Auch nicht schlecht. Auch nicht verkehrt. Tja, dass jetzt hier die Luzi abgeht, glaube ich eher nicht. Denn ich stehe jetzt hier auch schon ein bisschen länger. Mal wieder eine Trophy gefangen, so mal nebenbei. Ein Rotauge ist reingerasselt. Und auch ein paar Kaulbarsche oder ein winziger Barsch, aber auch vorhin schon mal das Koori-Fältchen. Also es ist jetzt kein einzelnes, sondern es geht hier immer mal wieder rein. Da vorne zuppelt es auch schon direkt wieder los. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt in den Abendstunden aussieht, bis hin in den Nachtstunden. Ob sich da ein bisschen was tut oder nicht. Oder ob dann da vielleicht die Kaulbarsche dominieren. Zuppelt da gerade was? Nee, noch nicht. Aber wir können ja mal eben auf Set eingehen. Das Set relativ klassisch, fein, recht fein ausgelegt. Hier mit 6,4 Kilo Fluorocarbon und hier einmal einen 12er Haken und hier auf dem Setup einen 10er Haken, etwas dicker, dann auch mit dem dicken, fetten Tauwurm direkt in Kombination. Und es zubbelt und es zubbelt. Ja, ich hoffe, dass da jetzt mehr Koori-Fältchen noch reingehen. Das wäre natürlich mega geil. Aber ich vermute einfach auch mal, dass da jetzt auch zum Abend hin deutlich mehr Kaulbarsche reingehen. Ich bin da sehr gespannt, was da passiert. Tja, das ist aber dann einfach Beifang und so ganz schlimm ist es ja auch nicht. Nimmt man natürlich auch einfach mit die Dinger und gut ist. Zwergmarine sogar auch noch. Ei, 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 ei. Joa. Also zack und raus. Schön gerade geworfen. Clip zu und dann passt das doch. Ja, mit dem Tauwurm bin ich mir halt noch nicht so sicher, ob das the way to go ist.
Ich meine, es wurde damit eins gefangen, wenn man aktuell in die Rekorde reinguckt, wurde damit eins gefangen. Es wurde allerdings auch auf Pose gefangen, beziehungsweise auf Stippe höchstwahrscheinlich. Man kann sich natürlich auch hier auf die Insel stellen und rauswerfen. Aber wenn man hier kein Geld ausgeben will und man kommt weit genug raus, dann geht das ganz gut. Apropos weit genug raus, wenn ihr nicht ganz so weit rauskommt mit eurem Blei, vielleicht einfach mal dieses Flycast Blei testen. Super genial, kann richtig weit auswerfen, das Ding. Also das fliegt tatsächlich super gut weit raus. Die Winkelpicker, damit hatte ich immer Schwierigkeiten, über 25, 30 Meter zu kommen. Das war wirklich immer tricky und jetzt hiermit überhaupt kein Problem mehr. Mit dem Blei komme ich nochmal ein ganzes Stückchen weiter. Und das ist praktisch und an manchen Situationen, in manchen Stellen auch einfach notwendig. Zack, wieder mal ein Rotauge. Ja, ich versuche einfach mal nochmal vielleicht hier in diese Richtung zu werfen. Ach, warte mal, guck mal hier. Das kann man ja auch mal testen. Da sind wir doch auch schon an so einer Delle. Ich werfe mal in diesen Bereich. Hänge ich jetzt hier gerade fest? Ich hänge gerade fest. Mal gucken, ob der Trick noch funktioniert mit dem Schaufeln. Keine Energie. So. Bisschen hochpushen. Und bin ich wieder frei? Nee, leider nicht. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Jetzt bin ich frei. Okay. Ei, 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 ei. So, da waren wir. Nee, da waren wir in die Richtung, ne? Jawohl. Und volles Mett raus. Absinken lassen, zumachen und abwarten. Ja, und so geht das dann jetzt halt hier die ganze Zeit weiter, ne? Verschiedene Stellen testen, verschiedene Tiefen ausprobieren, vielleicht auch mal hier. Hier hat es vor einigen Wochen auch schon mal ganz gut funktioniert. Man kann es natürlich auch probieren hier mit der Matchroute, wenn man hier mit, mit einem feinen Setup unterwegs ist. Kommt man mit der Matchroute natürlich auch weit genug raus. Auch durchaus eine Option. Entspannt ist es natürlich oder am entspanntesten ist es natürlich mit der Grundroute. Aber wie gesagt, nehmt Zeit mit. Das Koori-Fältchen ist kein Fisch, den man high-frequent hier einen nach dem anderen rausprügelt. Ich bin mit der Frequenz jetzt hier gerade schon echt zufrieden. Drei Stück jetzt hier innerhalb der Zeit bin ich schon wirklich übelst zufrieden mit. Was ich auf jeden Fall noch weiter testen werde, neben der Eintagsfliegenlarve, ist dann doch nochmal auch den Grashüpfer. Warum auch nicht? Tauwurm habe ich ja schon draußen. Wenn da ein Bachsaibling reingeht, bin ich auch komplett zufrieden. Passiert auch schon mal gerne, aber auch auf diese anderen Köder kann natürlich der Bachsaibling reingehen. Es können natürlich auch die anderen Forellenarten hier reingehen oder Saiblinge. Also da muss man einfach auch mal, ja, ich sag mal, zumindest ausreichend Schnur mit auf dem Setup haben, dass man da nicht leer gezogen wird. Yep. Kleine Zwergmarine wieder. Und raus damit. Dieses Mal geht es noch ein bisschen mehr in Richtung 13 Meter Loch. Absinken lassen. Zack, zumachen und wieder stramm ziehen. Man erkennt es auch immer ganz gut. Wenn die Schnur so richtig schön steil runtergeht, ist man dann eben auch in diesen ganz tiefen Stellen angekommen. Ich denke, dass ich hier mit dem vielleicht eher hier in diesem Bereich bin. Ich glaube nicht, dass ich da richtig an der tiefen Stelle bin. So, das hier, das ist, geht richtig schön steil runter. Da bin ich schon eher in diesem Bereich drin. Aber hier gerade komme ich höchstens in das Flache, wenn ich hier so gerade rüber werfe. Und nicht so ganz in diese tiefen Stellen. Ja, so wird es jetzt erstmal weitergehen. Ich werde hier weiter rumprobieren. Ich würde sagen, wir werfen gleich nochmal eben kurz einen Blick auf das Koori-Fältchen, wie es denn aussieht von der Kohle her. Lohnt es sich denn überhaupt, das Koori-Fältchen? Ja, schauen wir doch mal rein hier in den Fischmarkt. So sieht es hier gerade aus, nach Preisen sortiert. Und da liegt so ein 1 Kilo Koori-Fältchen immerhin bei fast 25 Silber. Das schmeckt doch, aber auch hier die etwas kleineren 16 Silber
gar nicht verkehrt. Ne? Also man sollte schon irgendwie gucken, dass man da den passenden Haken hat. 12er Haken, 10er Haken scheint bisher schon ganz gut zu sein. Nimmt man natürlich gerne mit. Für die ganze Zeit jetzt hier, für die Wartezeit. Es sind jetzt hier gerade ja schon mittlerweile 40 Minuten. Ideal würde ich sagen, ist anders. Was könnte man machen, um mehr Kohle zu verdienen? Ganz klarer Fall. Eine Route aktiv auf Spinning, vom Land aus verschiedene Sachen probieren. Gerade an dieser Stelle kann man es natürlich auch sehr gut noch probieren auf die Regenbogenforelle. Und dann zwei Routen einfach auf Grund ausgelegt und aktiv mit der Spinning-Route sein, passiv mit den Grundrouten auf Koori-Fältchen. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gern den Kanal abonnieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer ab 19 Uhr. Petri.